bisschen natürlich, ein bisschen. Bisschen krank, ja, klar. He has a lot of drip, so I'm gonna say Maxence. Maxence. Einfach. I think Lucas is a risky guy. That's what my feeling says. I'm gonna say Felix. Felix, yeah, yeah. Ich würde dann vielleicht auch Maxon sein, sagen. Ja, er sieht einfach so. He seems like the type of person to do a lot of things. Jérôme Roussillon. Ja, das ist Jérôme Roussillon. Josh würde ich da auch relativ weit vorne nehmen. Wir spielen dann jedes Mal Schnick, Schnack, Schnuck, wer abräumen darf. Und da will Josh eigentlich immer spielen. Das weiß ich auch nicht eigentlich. Wir haben viele ruhigere Spieler, die halt. Aber vielleicht Max Kruse jetzt, der ist ein bisschen verrückt im Kopf, der würde bestimmt ein paar so welche Dinger machen. Dann doch Max Kruse, ja, definitiv. Renato Steffen, der ist irgendwie, der liebt das Risiko. Muss alles schnell gehen, alles muss irgendwie, es muss Risiko dabei sein. I think I would say Renato. Renato auch. Renato ist ein bisschen krank, ja, klar. Maxence geht gerne kaufen, ja. Yeah. Maxence, ja. Yeah. Die letzten Monate habe ich schon viele neue Dinge gekauft. Shopping Queen, ich glaube Maxence auf jeden Fall. Maybe Maxence also. Maxence. Einfach. Ich glaube Renato. Oder Renato oder Josh. Die beiden, ich glaube, die nehmen sie nicht viel. Josh. Josh hätte ich jetzt gesagt. Boah, gibt viel, ne? Jeden Tag, die Jungs kommen mit neuen Sachen. Lukas trägt extrem extrovertierte Sachen, überlege ich gerade. Ansonsten wird es schon dünner. Ja, Lukas. Ja. Shopping Queen ist leider nicht mehr da. Das ist Marcel Tisserand. Der war definitiv die Shopping Queen. Immer wieder hochgestylt, topgestylt zum Training gekommen. Also ich glaube, den kann man nicht übertreffen. Ja, wir haben eine Shopping Queen hier abgegeben, Marcel Tisserand, muss man aber an der Stelle auch nochmal nennen. Und ich glaube, danach kommt auch schon Renato Steffen. Oder, Joshua Gilabugi hat auch immer sehr extravagante Outfits. Ich glaube, der tritt da in seine Fußstapfen. Es gibt zurzeit viele, aber ich glaube, ich würde sagen Maxence Lacroix. Weil er ist immer so unterwegs, um Sachen einzukaufen und will immer so frische Sachen anziehen und ich glaube deswegen. Ich denke, ich auch. Ich und Aster, Franks. Shopping Maxence, for sure. For sure. Maxence. Yeah, he has a lot of drip, so I'm gonna say Maxence. Maxence Lacroix, ja. Ja. Da kannst du jeden Franzosen nennen bei uns, also oder Belgier, Dodi, Maxence, Asta, ja, die geben ein bisschen mehr Geld, glaube ich, aus für Klamotten.